ist dann so die Bossarthalle. Früher war es das Hertie-Stadion, das ist dort, wo ich angefangen habe, ohne Dach. Und meinen ganzen Nachwuchs habe ich hier durchlaufen. Nachher hat meine Karriere noch jemand anders einverschlagen, wie Freiburg auf Lugano. Ich konnte nachher in Lugano spielen. Bin jetzt, von der Arbeit her, eigentlich 3 Tage in der Woche immer zu Zug. Und komme immer wieder gerne hier auf Zug. Das Zugerland ist meine Heimatstadt. Und der Club ist mir eigentlich auch noch am Herzen. Wir haben 50-jährige Jubiläum und das ist natürlich eine super Sache für den Club. Und ich möchte dem Club von Herzen wirklich alles Gute wünschen, dass es auch in Zukunft noch so weitergehen wird.